Diese Sendung wird präsentiert von Bell. Mit Unterstützung von A. Vogel Herbamare. Mein Salz, mein Geschmack. Das härteste Kochduell der Schweiz. Zwei Jungköche treten im Beef Club gegeneinander an. Mit drei vorgeschriebenen Zutaten, welche sie erst zu Beginn des Kampfes erfahren, müssen sie in nur einer Stunde ein Menü kreieren. Fleisch spielt dabei die größte Rolle. Man soll das ganze Tier verwerten und nicht nur das Filet, sagt Bell-Fleischfachmann Yves Vogt. Die Punkterichter Andrin Willi, Chefredaktor des Marmit Magazine, Foodbloggerin Zoe Torinesi und Spitzenkoch Jackie Donuts beobachten jeden Schritt der beiden Kandidaten. Nur einer kann als Sieger des Abends hervorgehen. Aus dem Werkeisen Winterthur begrüßen wir euch zu einem weiteren Beef Club Beef Fight. Die Stimmung ist am Brodeln und die zwei Giganten aus der Kochszene sind parat, um sich selber zu übertreffen. Der Kämpfer in der Blaunägen gibt sich nicht nur mit einem Restaurant zufrieden, sondern er ist Küchenchef in gerade zwei Betrieben. In den Startlöchern steht der 29-jährige Karim Schumann. Ich bin der Küchenchef in zwei Hotels, einmal im Winter im Waldhotel Davos und im Sommer im Fitzenauer Hof. Ich bin unglaublich stolz darauf, letzten Winter im Salz und Pfeffer auf der Cover Story gewesen zu sein. Ich gewinne heute, weil die Küche ist mein Zuhause. Sein Gegner wird nicht nur mit seinem eigenen Restaurant Punkte sammeln, sondern auch bei dem kulinarischen Kräftemessen. In der roten Ecke tritt an der 28-jährige Küchenchef Kevin Wüttri. Ich arbeite im Moment in Bera Langnau. Ich bin der Gastgeber und Küchenchef. Und meine grössten Erfolge sind eigentlich, ich bin zweimal im Swiss Culinary Cup im Finale gestanden. Ich bringe heute den Sieg ins Emmental heim, weil wir einfach geile Siechen sind und wir den besten Geschmack auf der Zunge haben. Das gibt einen Kampf auf dem höchsten Niveau. Bevor wir euch aufeinander loslassen, sind hier eure Pflichtzutaten. Erste Zutat: Vulkanspargel. Ach du Scheiße. Noch nie in meinem Leben gesehen, noch nie verarbeitet. Zweite Zutat: Erdnüsse. Und über die dritte Zutat weiss unser Fleischfachmann Yves Vogt mehr. Heute habe ich euch einen Metzger-Geheimtipp und eine unkonventionelle Innerei mitgebracht. Ein Bürgermeisterstück und ein Leber. Beides vom Schweizer Rind aus Mutterkuhhaltung. In der Schweiz sagt man zum Bürgermeisterstück auch weißes Stück. Und in Amerika Tri-Tip. Es ist ein Muskelfleisch, das zwischen dem Rücken und dem Hinterbein liegt. Wie auch drin zu labern, ist das Bürgermeisterstück ein sehr fettarmes Fleisch. Viel Erfolg bei der Zubereitung. Ja, da bringen wir schon etwas her. Keine einfache Ausgangslage. Entweder ihr haut euch gegenseitig um oder Punktrichter mit euren beiden Fleischgerichten. Das Duell dauert wie immer genau eine Stunde. Kämpfen mit harten Bandagen, aber kämpfen fair. Fight! Erzähl uns, was machst du, Kevin? Also ich nehme mit das Pastorenstück. Ich denke, ich mache da ein Duo, ein Seefleisch und auch ein la Roastbeef. Und die Leber, ich denke, mit Erdnüssen und Spargeln passt gut für eine Vorspeise, für irgendwie so leicht asiatisch angekocht. Die Idee ist, als Vorspeise mache ich eine Kalbslebermus mit ein bisschen orientalischen Erdnusschutney. Okay. Als wir zuerst gehört haben, dass es ein Lebermus gibt, ist es an kalten Rücken zu dir abgelaufen. Im Hauptgang dann ganz klassisch den Drachenspargel mit ein bisschen Roastbeef-Style mit einer Sauce Hollandaise. Ich muss alle mal riechen, dass es mal drin ist. Schon abzogen? Nein. Aber da ist sozusagen kein Haut dran. Ja, mal hat es dran. Ich will auf den alten Mann hören. Oh, das musst du einfach weiter, gehst mit dem Finger da unten rein, nicht spitzig sehen. Die Haut macht es alles zäh. Es braucht halt Gefühl. Wenn der Jackie kommt, oder, der ist einfach im Olymp, der hörst du einfach zu. Du Karim. Ja, bitte? Nimm die Haut weg von der Leber, gell? Mach ich jetzt. Es war ein guter Tipp. In dem Moment hat es mich gerade verwirrt. Ich hatte gar nicht vorgehabt, die Haut erstmal wegzunehmen, weil ich so mitkochen. Ich glaube nicht, dass wir jemals etwas zu essen bekommen. Hey Kevin, willst du ein Bier? Ja, ist gut. Tschüss, gerne. Alle, der hat einfach seine Handbremse nicht gelöst. Der blötert in dieser Küche links und rechts. Da passiert gar nichts. So, jetzt geht's. Ui, ui, ui.
So, jetzt hat er aber den zweiten Gang in der Tour. Bis jetzt habe ich noch nie mit einem Vulkanspargel gearbeitet. Katalonien, kennst du nicht? Vulkanspargel kennt keiner. Aber wenn du sagst Katalonien und die Puntarelle, dann kennt man das wieder. Das gibt es jetzt lange auch nicht, gell? Ja, jetzt haben wir das, sind wir immer ein bisschen hinten drin. Katalonien, das ist eine Mischung zwischen dem Chicorée und dem Spargel. Aussen dran plättlich kann man wie einen Salat machen, Löwenzahnsalat. Innen dran sehr fein und sehr an Spargel erinnernd. Karim ist die Ruhe in Person. Karim, den bringst du nicht aus der Ruhe. Ja? Ja, könnt euch füllen, wo ihr Erdnüsse schälen. Komm, bewegt euch da, komm. Ja, zwar ich denke, kann man die so schälen, so etwas schneller gehen. Gib Gas so. Jawohl. Da merken wir, wer der Küchenchef ist. Ja. Erdnuss ist eigentlich keine Nuss, botanisch gesehen, ist eine Hülsenfrucht. Und in der englischen Sprache sage ich es eigentlich besser Peanut, also Erbsennuss. Was machen wir hier für den Hauptgang? Wir machen eine Art Couscous. Eine Art Couscous? Nein, mit Datteln, Pinienkernen und Honig. Gut. Ahornsirup. Jetzt hat er Gelatine drin. Er macht einen Lebermus mit der Gelatine. Ich habe das Gefühl, das Ding wird nie fest. Ist das gut? Ja, es kommt schon, schon fest. Ja, ich muss kurz kalt stellen. Ja. Wir haben Holzi! Mach jetzt noch so wie so ein Erdnussschatten dazu. Hey, wenn ich Gas da komm, ich schick das so, wie es ist, bevor es zäh wird. Die erste Runde vom Wüde. Als Vorspeise haben wir die Rindsleber, wir haben leicht asiatisch gemacht, nicht wie im Emmental, mit dem schönen Spargel, ein bisschen Chili und Ingwer dazu. Viel Spass. Danke. Es ist nüchtern. Gut gesagt, oder? Also besser als Leberli. Ich fand es cool, dass der Emmentaler Mann doch ein bisschen in die asiatische Richtung geht. Ist doch außergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen, für eben so einen gestandenen Schweizer Burst. Also. Du merkst, er hat eine Haut dran, weißt du? Das fertige Gericht war ein Löffelgericht. Er hat alles miteinander gemischt. Eigentlich gefallen mir so Gericht, weil. Es ist alles in einem. Aber er hat schon sehr schludrig das Ganze dann nachher auf den Punkt gebracht. Das Seefleisch haben wir hier im Topf. Also wird aus dem Gemüse, das man normalerweise in ein Seefleisch tut, so wie ein kleines Salätchen draus zieht. Ich verrecke auf dem. Der Karim macht einfach nichts. Ich weiss nicht, wann kommt denn da mal der erste Gang? Das sind meine Lieblingskartoffeln, die blauen. Was machst du jetzt mit denen? Ich mache eine kleine Beilage für den Hauptgang einfach und dann geht's gleich los. Noch 15 Minuten! Karim, bist du von Natur aus immer so ruhig? Ich habe beschlossen, solange einer redet, ist ja alles in Ordnung. Und er redet ja ziemlich viel und da passt das. Ich tue gerade noch ein kleines Stück Leber anbraten. Eine Leber, die muss innen rosa sein und kurz gebraten und sofort servieren. Von Karim. Das ist meine Vorspeise. Mousse von der Rindsleber mit einem orientalischen Erdnuss, Rosinen, Chutney-Salat, genau, und Tranchen von der gebratenen Leber. Viel Vergnügen. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Das sieht sehr schön aus. Ja. Das ist modern. Ja, sehr schön. Super. Der Nuss war eben so filigran und so gut, das hat die Leber fast übertönt. Aber nicht störend. Ja, also wirklich vom optischen her sehr ansprechend. Sehr gut interpretiert. Die Leber mit der Nuss, die ich gemacht habe, in dieser kurzen Zeit, war hervorragend. Komm mal,
zweite Runde für den Wüde. Auf der linken Seite von euch gesehen, haben wir ein Seefleischsalat gemacht. Und dann dazu haben wir einen Couscous gemacht, ein bisschen orientalisch. Ein Pastorenstück haben wir noch schön mit Speck bordiert, das schöne Kruste hat. Dann aufgeschnitten und dazu mit ein paar frischen Äpfeln. Viel Vergnügen. Dankeschön. Merci. Ich finde es cool, dass seine Hauptspeise den Wüden total widerspiegelt. Eben so das Brachiale. So richtig männlich. Ich finde, man sieht total, dass ein Mann das angerichtet hat. Und dann noch ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Pfiff. Was? Das? Mit dem Speck ist super. Es war perfekt in dem Sinn. Aber es kommt ein Ab. Du kannst in kurzer Zeit keine Seeflasche machen. Sieht gut aus, sieht gut aus. Das ist die Fresse von Karim. Ja, der Hauptgang, das wunderbare Schweizer Bürgermeisterstück. Dazu gibt es den Drachenspargel, ein bisschen St. Galler Kartoffel und Sauce Hollandaise. Viel Vergnügen. Danke. Macht so schöne Teller und dann hat es noch Spritzer drauf. Ich finde, die müssen unbedingt weg. Wie cool, das ist vom Transport her, weißt du? Das ist vom Transport her. Ja. Total klassisch kommt er mit einem lang geschnittenen Stück von dem Fleisch mit einer Hollandaise, mit dem Gemüse drin, sehr schön angerichtet. Ich habe gedacht, what? Aber sonst finde ich es sehr schön gemacht. Schön, auch ein Trend momentan, farbiges Gemüse. Hollandaise, Jackie, was sagst du zu dem? Das Farbenspiel auf dem Teller hat mir sehr, sehr gut gefallen. Allgemein auch der Teller sehr schön gewählt. Dann die gelben Kleckse von der Sauce Hollandaise. Ich weiss, ich bin ein Mützli, aber ich hätte es noch ein bisschen mehr putzen dazwischen. Karim, Kevin, vielen herzlichen Dank für eure Kocheinlagen. Ich hatte große Freude. Kevin, du hast die Zeiten im Griff gehabt, hat es mich gedunkt. Du hast sehr schnell die Vorspeise bringen. Sortierte Rindsleber, perfekt. Asiatisch, wunderbar, daher gebracht. Ein Gericht, das du am liebsten mit dem Löffel essen würdest, hat mir gut gefallen. Kevin, weißt du, bei dir, ich schaue die Leber sehr nah. Da gibt es eine gewisse Zehe, die kommt. Die Leber arm machen und dann auf den Teller tun. Sie ist, sehr gut gewesen. Bei dir, Karim, ganz einfacher Teller, aber nachher, wie es angerichtet war und dann mit den verschiedenen Konsistenzen. Das finde ich jetzt sehr schön ausgesehen. Was ein bisschen schade war, ist der angelaufene Teller, aber das war so ja, der einzige Wermutstropfen. Karim, das Rindslebermus, das du gemacht hast, war subtil. Wir hatten hier sehr viele verschiedene spannende Gewürze, die man nicht erwarten würde. Kompliment. Sehr gut. Kevin ist ein Südfleischsalat, der Essig und Öl auf das Brett macht. Wenn er so ein Kabisblatt genommen hätte, ist es hin. Dann hätte es noch einen Effekt gegeben. Und dann hätte es funktioniert. Ich bin auch jemand, der den Geschmack im Vordergrund stellt. Das muss nicht immer Shishi sein. Trotzdem dann auf einem Baumstamm servieren, das geht für mich jetzt im Hauptgang fast ein bisschen zu weit. Kevin, bei dir merkt man halt wirklich, dass so ein richtiger Mann in der Küche steht. Ich finde, die Präsentation auf dem Baumstamm hat durchaus seine Berechtigung. Wenn es zum Beispiel so ein Thema oben ist und du schon gesagt hast, so ein Emmental, Rustikal, finde ich, das darf durchaus mal sein. Karim, die Hauptgang, sehr schöner Teller, mega feines Fleisch. Und auch wenn man alles zusammen gegessen hat, ein wunderbarer Geschmack. Die Spargel waren ein bisschen kräftig gesalzen gewesen. Aber es ist richtig, richtig fein. Du hast für mich etwas gezeigt, das sehr viel Qualität hat. Im Hauptgang mit dieser Sauce Hollandaise. Wirklich sehr gut Glück. Also, liebe Kollegen, danke vielmals. Ich muss ein Kompliment machen. Es war hervorragend. Danke vielmals. Es wird ein enges Rennen. Liebe Punktrichter, ich brauche eure Entscheidung. Der Gewinner vom heutigen Beef Club, Beef Fight, kommt aus der blauen Ecke, der Karim Schumann! Yeah, ich hab gewonnen. Unfassbar. Nächste Woche im Beef Club. Geht da aus. Das gefällt mir jetzt gar nicht, der Umgang.
Mach mit beim Beef Club Wettbewerb und gewinne einen Beef-Gutschein von Bell im Wert von 500 Franken. Um welche Fleischsorte handelt es sich bei einer Rindsleber? A. Innerei, B. Wurstware. Sende eine SMS mit dem Kennwort Beef A oder Beef B und deine Adresse an die Zielnummer 920. Eine E-Mail an beefclub@sat1.ch oder ruf uns an unter 0901 560 061. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde präsentiert von Bell. Mit Unterstützung von A. Vogelherber Mare. Mein Salz, mein Geschmack.